Mit Polonium vergifteter Tee. Im November 2006 stirbt der ehemalige KGB-Agent und Putin-Kritiker Alexander Litwinenko einen qualvollen Tod. Ich war schockiert, wie er aussah. Und es ging immer weiter bergab. Fast stündlich. Warum musste Alexander Litwinenko sterben? Für sie war er zu einer Person geworden, die bestraft werden muss oder eines Tages getötet wird. Führt die Spur nach Moskau? Steckt womöglich der Kreml hinter dem Mord an Litwinenko? Sie konnten das nicht länger tolerieren. Es war jetzt Zeit für sie, ihn zu ermorden. Meine Recherchen beginnen in London. 9 Jahre nach dem Mord an Alexander Litwinenko gibt es neue Erkenntnisse, denen ich nachgehen will. Ich treffe Marina Litwinenko vor der Universitätsklinik, in der ihr Mann Alexander, genannt Sascha, 2006 starb. Es war ein qualvoller Tod, aufgezeichnet mit einer Videokamera. Als Sascha bei der Einlieferung sagte, würden Sie mich bitte auf eine Vergiftung untersuchen, weil ich kein gewöhnlicher Mensch bin. Ich habe politisches Asyl erhalten. Ich bin ein Kritiker der Verhältnisse in Russland. Verstanden die Ärzte das nicht? Sie konnten das nicht glauben. Zusammen mit Marina am Sterbebett der russische Regisseur Andrei Nekrasow. Er entschloss sich, das Leiden des Freundes zu dokumentieren. Als ich ihn das erste Mal in seiner letzten Lebenswoche sah, konnte er noch sprechen. Mit Schwierigkeiten, aber es ging. Da sagte er, schau mich an. Dies ist der Beweis, dass alles, was ich über Putins Russland gesagt habe, richtig war. Thank you very much. Good luck. Take care. Bilder aus dem Jahre 2003. Litwinenko lebte damals seit 3 Jahren mit Frau und Sohn in London, geflohen aus Russland und vor dem Geheimdienst FSB. In England hoffte er, in Sicherheit zu sein. Hatten ihn seine Feinde jetzt doch erwischt? Erst am Tage seines Todes wurde das Gift zweifelsfrei identifiziert. Radioaktives Polonium. Es zerstört das Knochenmark und die Organe, sobald es in den Körper gelangt. Wurde das gemacht, um ein Zeichen zu setzen oder ihn so leiden zu sehen? Ich weiß das nicht. Ich kann ja nicht in die Köpfe dieser Leute schauen. Aber ich denke, sie wollten nicht, dass Polonium entdeckt wird. Ganz sicher. Es sollte ein unerklärbarer Tod sein. Royal Courts of Justice in London, Januar 2015. Nach vielen Jahren beginnt endlich so etwas wie ein Prozess im Mordfall Litwinenko. Seine Witwe hat jahrelang dafür gekämpft. Die Anhörung folgt den Regeln eines Gerichtsverfahrens, obwohl es keine Angeklagten gibt. Alle Zeugenaussagen und Beweismittel werden öffentlich gemacht. Sie geben mir wichtige Hinweise für meine Recherchen. Heute beginnen wir mit der öffentlichen Anhörung über die Ermittlungen zum Tod von Alexander Litwinenko. Dieser Mord war eine Tat größter Barbarei, die Sascha Litwinenko zugefügt wurde, mit einem unvorstellbar schmerzhaften Tod. Der Tatort, das Millennium Hotel im Londoner Stadtteil Mayfair, genauer gesagt die Pine Bar des Hotels. Marina Litwinenko lobt die Ermittlungen von Scotland Yard. Sie seien umfangreich und akribisch gewesen. Das habe das Anhörungsverfahren deutlich gemacht. Nach den polizeilichen Untersuchungen könne es keine Zweifel über den Ablauf des Anschlags in der Pine Bar geben,
und über die Täter. Rückblick. Nach dem Tod Litwinenkos wurde das Millennium Hotel vorübergehend geschlossen. In der Pine Bar hatte sich der Ex-Agent mit zwei Russen getroffen. Bilder der Überwachungskamera zeigen, wie die beiden Verdächtigen am Tag des Anschlags ins Hotel einchecken. Die beiden Russen und ihr Opfer saßen an diesem Ecktisch. Violett dargestellt, die hohen Poloniumwerte des Stuhls, auf dem Litwinenko saß, und der Tisch, auf dem eine Teekanne stand. Auch die erwies sich als radioaktiv kontaminiert. Litwinenko hatte nur wenige Schlucke von dem Tee getrunken. Der war offenbar von den mutmaßlichen Mördern Andrei Lugovoi und Dmitri Kovtun mit radioaktivem Polonium vergiftet worden. Sie hinterließen überall Spuren. Alles war so unprofessionell. Keiner hatte offenbar erwartet, dass Polonium überhaupt entdeckt werden würde. Und dass Sascha noch über alle seine Meetings Auskunft geben könnte. Schon 3 Wochen vorher hatte es im Büro einer Beratungsfirma einen Mordversuch gegeben. Auch bei dem Treffen waren Lugovoi und Kovtun anwesend. Sie hatten sich als Geschäftsleute Litwinenkos Vertrauen erschlichen. Ein halbes Jahr nach dem Mord habe die britische Justiz einen internationalen Haftbefehl erlassen, erzählt mir Marina. Aber da waren Lugovoi und Kovtun längst wieder in Moskau. Der Kreml lehnte ihre Auslieferung ab. Für sie sei klar gewesen, es handelte sich um eine Operation des russischen Geheimdienstes FSB. Der Kreml wies die Beschuldigung damals zurück. Schon einen Tag nach Litwinenkos Tod war Präsident Putin dem Vorwurf entgegengetreten, der russische Geheimdienst könne etwas mit dem Giftmord zu tun haben. Es ist sehr traurig, dass solche tragischen Ereignisse wie der Tod eines Menschen für politische Provokationen benutzt werden. Nach dem Erlass des Haftbefehls veranstalteten Lugovoi und Kovtun eine Pressekonferenz in Moskau, auf der sie jede Beteiligung von sich wiesen. Vermutlich habe Litwinenko selber mit Polonium hantiert. Das war durch die Ermittlungen allerdings längst widerlegt. Lugovoi ließ später sogar einen sogenannten Experten einfliegen, um seine Unschuld mit Hilfe eines Lügendetektors nachzuweisen. Vor dem Londoner Anhörungsverfahren wurde die Untersuchung allerdings als pseudowissenschaftlich und völlig unglaubhaft eingeschätzt. Das Polonium sei offenbar aus der staatlichen Nuklearanlage Avangarde in Russland gekommen, sagt Marina. Sie empfiehlt mir, mit Professor Dombey Kontakt aufzunehmen. Er sei dazu bei dem Anhörungsverfahren als Experte gehört worden. Ich treffe Norman Dombey ein paar Tage später. Der emeritierte Physikprofessor kommt nach eingehender Untersuchung zu einem eindeutigen Ergebnis. Meine Schlussfolgerungen sind, dass Polonium-210, das benutzt wurde, um Mr. Litwinenko zu vergiften, wurde in der Avangarde-Anlage in Sarow, Russland, hergestellt. Meiner Meinung nach waren der russische Staat oder seine Agenten für die Vergiftung verantwortlich. Haben also der russische Staat oder seine Agenten Litwinenko auf dem Gewissen? Wir fliegen nach Moskau, um diesem Verdacht nachzugehen. Polonium wurde früher für den Bau von Atombomben benötigt. Könnte es sich der Geheimdienst FSB beschafft haben? Professor Boris Sukow verlässt den Sicherheitsbereich des Nuklearforschungszentrums Troitsk bei Moskau. Er ist der führende Polonium-Experte Russlands. Zu meiner großen Überraschung hat Sukow sich bereit erklärt, mir zu zeigen, wie der Mord abgelaufen sein könnte. Wir folgen seinem Wagen. Das Interview soll bei ihm zu Hause stattfinden, nicht in der Öffentlichkeit und schon gar nicht in seinem Institut. Man kann eine solche Operation mit Polonium natürlich nicht in der Küche vorbereiten, so wie ich das hier mal demonstriere.
Es wäre aber sehr einfach, ein solches Gift in eine Teekanne zu schleusen, wenn Polonium sich in einer solchen Kapsel befände. Irgendwo, zum Beispiel auf der Toilette, würde man sie aus einem Röhrchen holen und sie in die Kanne einfach hineinfallen lassen. Und niemand würde das bemerken. Eine Gelatinekapsel löst sich innerhalb von Sekunden auf. Sie wussten offenbar nicht so genau, wann er kommen wird und präparierten den Tee deshalb schon vorher. Und das würde erklären, warum beide sofort die Toilette aufsuchten, um sich die Hände zu waschen. Eine halbe Stunde vor dem Mord ging Lugovoj auf die Toilette. Sein Partner Kovtun Minuten später. Noch Wochen danach war Polonium im Flur, an der Tür und in der Toilette nachweisbar. Der Händetrockner wies die höchsten Werte auf. Die Täter hatten offenbar keine detaillierten Anweisungen für den Anschlag erhalten. Man sollte nicht nur ein professioneller Killer sein, sondern mehr noch ein professioneller Chemiker. Vor meinem Hotel in Moskau. Warten auf einen der beiden mutmaßlichen Mörder. Dmitri Kovtun hat einem Treffen zugestimmt, will aber kein Interview geben. Er hat jedoch nichts dagegen, gefilmt zu werden. Mit am Tisch unser Dolmetscher. Allerdings spricht Kovtun sehr gut Deutsch, weil er lange in Hamburg gelebt hat. Kovtun fielen nach der Rückkehr aus London die Haare aus. Seine Erklärung: Er habe Antibiotika geschluckt und sei dann auch noch ins Sonnenstudio gegangen. Experten dagegen werten die Symptome als milde Poloniumvergiftung. Zum Glück für ihn war offenbar nicht sehr viel in seinen Körper gelangt. Kovtun weist weiterhin jede Verantwortung am Litwinenko-Mord von sich. Er will mich überzeugen, dass er Opfer einer großen Intrige sei. Nur deshalb ist er wohl überhaupt gekommen. Bei der Anhörung in London kam allerdings zur Sprache, dass sich Kovtun wenige Tage vor dem Mord gegenüber einem Freund offenbart haben soll. Mr. Kovtun sagte, er habe ein sehr teures Gift und er suche einen Koch, der das Gift unter Mr. Litwinenkos Essen oder Getränk mischen könne. Völliger Unsinn, sagt Kovtun. Dieser Freund sei damals heroinabhängig gewesen und deshalb sicherlich kein glaubwürdiger Zeuge. Meinen Einwand, dass dies vom Gericht geprüft worden sei und nicht den Tatsachen entspreche, lässt er nicht gelten. Ein anderer Gesprächspartner in Moskau bringt die Recherche entscheidend voran. Der Rechtsanwalt Michael Trepaschkin hat seine Gründe, den Geheimdienst FSB für den Auftraggeber des Mordes zu halten. Trepaschkin war FSB-Offizier wie Litwinenko und sein guter Freund. Aus dem Dienst schied er aus, weil er seine Vorgesetzten für korrupt hielt. Er erzählt von einem merkwürdigen Anruf aus der Geheimdienstzentrale im Juli 2002, 4 Jahre vor dem Mord in London. Der FSB forderte mich auf, nach London zu fliegen und mich mit Litwinenko zu treffen. Ich fragte, wieso soll ich das machen? Und man sagte mir, naja, wenn du es machst, werden sie dich in Ruhe lassen, sonst kannst du Ärger bekommen. Ich bin trotzdem nicht geflogen. Wenn ich daran denke, was in London passiert ist, komme ich zu dem Ergebnis, dass ich schon damals die Rolle übernehmen sollte, die Lugovoj Jahre später gespielt hat. Später wurde mir dann eine Waffe untergeschoben und ich wurde verhaftet. Wir bekommen private Videoaufnahmen vom Gerichtsverfahren zugespielt. Den Richter quälten offenbar große Zweifel. Dennoch verurteilte er Trepaschkin zu einer 4-jährigen Gefängnisstrafe. Wenn der Geheimdienst FSB tatsächlich verantwortlich war, welche Motive hätte er für den heimtückischen Mord an Litwinenko? Cape Cod, an der amerikanischen Ostküste. Ich bin unterwegs zu einem anderen Freund von Alexander Litwinenko. Er ist so etwas wie dessen Nachlassverwalter. Der russisch-amerikanische Historiker Juri Felstinski
lernte Litwinenko 1998 in Moskau kennen, als der gerade große Schwierigkeiten mit seinem Vorgesetzten im FSB hatte. 2 Jahre später habe er Litwinenko zur Emigration geraten und dann bei der Flucht aus Moskau über Georgien nach London geholfen, erzählt Felschtinsky. Wir waren sehr eng miteinander, so eng wie man als Historiker mit einem früheren KGB-Offizier nur sein kann. Einmal nannte ich ihn sogar einen Freund. Da antwortete er mir allerdings: Juri, wenn du mit einem KGB-Offizier redest, nenne ihm nie einen Freund, weil wir keine Freunde haben. Wir kennen nur Objekte und Agenten. Sein Litwinenko-Archiv steckt in einer Kiste im Keller. Darunter sind mehrere Videos von langen Gesprächen mit ihm, die in den Jahren vor seinem Tod geführt wurden. Einmal sprach Litwinenko über seine einzige Begegnung mit Wladimir Putin. Dieses Treffen im August 1998 sei damals der Beginn einer persönlichen Feindschaft zwischen den beiden Männern gewesen. Putin war damals gerade Litwinenkos neuer Chef beim Geheimdienst FSB geworden. Ich hatte nur dieses eine Treffen mit Putin. Er war der Direktor des FSB, ich kam in sein Büro. Ich merkte gleich, dass er lügt. Also ich schaute in seine Augen, aber er schaute auf den Boden. Dann habe ich ihm ein großes Schema gezeigt. Darauf standen unsere FSB-Generäle, Generäle aus dem Innenministerium, bestimmte Leute im Kreml, und die Pfeile gingen zu Firmen, die Geldwäsche betrieben und zur organisierten Kriminalität. Das war ja mein Aufgabengebiet im FSB. Aber Putin wollte das nicht haben. Am Ende bat er mich stattdessen um meine private Telefonnummer. Wofür? Fragte ich ihn. Er sagte: Ich werde dich anrufen. Innerhalb von ein paar Tagen hörte ich von den Kollegen der inneren Sicherheit im FSB, Putin habe angeordnet, mein privates Telefon abzuhören. Putin betrog ihn. Er lud ihn zu einem Gespräch ein und erweckte den Eindruck, er sei sein Verbündeter. Nach dem Treffen war Litwinenko klar, dass Putin gefährlich ist, weil er sehr clever ist. Litwinenko sei frustriert gewesen, dass Putin nicht gegen die Korruption im Geheimdienst FSB angehen wollte, erzählt mir Felschtinsky. Man müsse das im Kopf behalten, wenn man die spätere Entwicklung verstehen wolle. Er habe sich damals aber noch nicht geschlagen gegeben. Sie fingen an, mit mir zu feilschen, wie auf einem Bazar. Sascha, wir werden dir einen höheren Posten anbieten, wenn du über die Korruption schweigst. Die höheren Posten sind das Wichtigste in Russland, denn sie bedeuten mehr Geld. Da verstand ich, dass ich nicht länger schweigen konnte, sondern die Öffentlichkeit darüber informieren musste. Im Oktober 1998 veranstalteten Litwinenko und einige FSB-Mitstreiter eine Pressekonferenz in Moskau, auch um Putin unter Druck zu setzen. Der FSB wurde von einigen Generälen zur Erledigung privater und krimineller Aufträge und als Instrument zum Geldverdienen missbraucht. Die Idee der Pressekonferenz war, dass Wladimir Putin gezwungen werden sollte, die alten korrupten Generäle zu feuern. Stattdessen feuerte Putin die gesamte FSB-Gruppe um Litwinenko. Wir wurden alle auf Putins Befehl entlassen am 10. Januar 1999. Bei mir war seine persönliche Unterschrift drauf. Mein Entlassungsbefehl wurde von Putin persönlich unterzeichnet. Litwinenko wurde als Wortführer der Dissidenten angeklagt und vor Gericht gestellt. Privataufnahmen zeigen eine dramatische Szene bei der Urteilsverkündung. Als die Kammer ihn gerade freispricht, tauchen FSB-Agenten im Gerichtssaal auf. Der FSB-Trupp nimmt Litwinenko erneut fest.
Spätestens jetzt muss ihm klar sein, dass Putin ihm die Pressekonferenz und seine Illoyalität nicht verzeihen wird. Litwinenko wurde in Untersuchungshaft genommen. Er verbrachte alles in allem fast ein Jahr im Gefängnis. Dort traf er übrigens viele Kriminelle wieder, die er, Litwinenko, als Ermittlungsbeamter selbst hinter Gitter gebracht hatte. Ihm war klar, dass dies sorgfältig arrangiert worden war, in der Hoffnung, dass diese Gangster ihn während seiner Zeit im Gefängnis umbringen würden. Am 7. Mai 2000 wurde Wladimir Putin als neuer russischer Präsident in sein Amt eingeführt. Er war jetzt ganz oben angekommen. Für Litwinenko bedeutete das, er hatte seinen Kampf verloren. War der Mord an Litwinenko 6 Jahre später eine Folge der offenen Konfrontation mit Putin? Litwinenko floh im Jahre 2000 mit seiner Frau und seinem Sohn nach London, bekam in England politisches Asyl. Sie hätten erst im Hotel gewohnt, erzählt Marina Litwinenko, dann habe ihnen ein in London im Exil lebender russischer Oligarch dieses Apartment besorgt. Der ehemalige FSB-Agent Litwinenko wähnte sich und seine Familie in Sicherheit. Deshalb traute er sich, den Kampf gegen Präsident Putin wieder aufzunehmen. Aus dem Exil. Ich beschloss, aus Russland zu fliehen, um eine Chance zu haben, mein Kind aufwachsen zu sehen. Es war eine harte Entscheidung. Bin ich deswegen ein Verräter? Bin ich ein Überläufer zur britischen Spionageabwehr? Jeder weiß, dass ich keine Staatsgeheimnisse kenne. Alles, was ich habe, sind Informationen über organisierte Kriminalität und Korruption. Litwinenko begann einen verbalen Feldzug gegen die seiner Meinung nach korrupte Führungsspitze des FSB und gegen den russischen Präsidenten. Im selben Augenblick, als er in London landete, war er auf einer Mission. Und diese Mission war, Putin zu stürzen. In London schloss Litwinenko Freundschaft mit dem russischen Regisseur Andrei Nekrasow, der ihn häufig besuchte und manchmal seinen Kameramann mitbrachte. Mir kam manchmal der Gedanke, dass er in Gefahr ist, sogar hier in London. Einmal glaubte ich, wir seien in Russland, weil wir natürlich Russisch miteinander sprachen. Und ich erwischte mich dabei, dass ich über meine Schulter blickte, ob jemand hinter mir steht. So gefährlich, wenn wir in Russland gewesen wären, waren seine Vorwürfe. So unverschämt seine Beleidigungen gegenüber Putin. Zu Hause in Russland galt Litwinenko als Verräter. Dieses Video wurde im Anhörungsverfahren in London vorgeführt. Einer russischen Spezialeinheit dient sein Konterfei als Zielscheibe. Warum waren sie so böse auf mich? Einer sagte mir im Vertrauen, du hast ein heiliges Gelöbnis gebrochen. Es wäre okay gewesen, wenn du alle unsere Spione verraten hättest. Wir hätten neue geschickt. Aber du hast unser System verraten, an Geld zu kommen. Sollen wir statt mit unserem neuen Auto wieder mit der U-Bahn fahren? Er wusste, dass man ihm das nicht vergeben würde, was er gemacht hatte. Und als er dann noch begann, Bücher zu schreiben und das Regime im Internet zu kritisieren, machte er sich endgültig zum Todfeind der Leute in Russland. Litwinenko, hier 2001 in seinem Londoner Apartment, war getrieben von der Befürchtung, unter Putin könne es keinen Rechtsstaat geben in Russland. Und so begann er, interne Informationen über das Beziehungsgeflecht zwischen Kreml, FSB und organisierter Kriminalität zu streuen. Auch über die Mafia von St. Petersburg, die Tambowskaja.
Sascha hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er gute Informationen über die Tambowskaja besitzt. Dass er wusste, was damals gelaufen ist, als Putin in St. Petersburg Vizebürgermeister war. Es gab viele solche Informationen. Sie wurden aber in Russland nicht so verbreitet, weil es politisch nicht erwünscht war. Und dann schrieb Litvinenko 2002, zwei Jahre nach seiner Flucht, das Buch Die Gangs der Lubjanka in russischer Sprache. Die Gangs der Lubjanka konnte kaum verkauft werden, als das Buch erschienen war. Leute haben es dann nach Russland gebracht, wo es sofort beschlagnahmt wurde. Sie versuchten alles, um zu verhindern, dass die Leute lesen können, was Sascha schrieb. In alten Zeiten war die Gesundheit des Generalsekretärs das größte Staatsgeheimnis. Heute sind das größte Staatsgeheimnis die Beziehungen zwischen unserem Präsidenten Putin und dem Chef der Tambowskaja in St. Petersburg. Ganz St. Petersburg weiß, dass Putin freundschaftliche Verbindungen zu diesen Personen pflegt. In meinem Buch schrieb ich, dass ich im innersten Zirkel von Putin eine glaubwürdige Quelle besaß. Sie bestätigte mir Informationen aus unseren FSB-Akten, dass Putin eng mit dieser Gruppe zu tun hatte, die im Drogenhandel tätig war. Als im FSB bekannt wurde, dass der Mann mein Informant ist, wurde er ermordet, zwei Wochen nach unserem letzten Treffen. Und das, obwohl er zu der Zeit als Wirtschaftsberater des Präsidenten tätig war. Litvinenko besaß großes Insiderwissen. Das machte ihn nach seiner Flucht interessant für westliche Geheimdienste, die sich brennend für Putins Vergangenheit interessierten. Der britische MI6 zahlte ihm ein monatliches Salär. Und auch die spanische Justiz erbat Unterstützung. Das war kurz vor seinem Tod 2006. Ich fliege nach Madrid, um dieser Spur nachzugehen. In Marbella und auf Mallorca hatten sich damals viele Paten und Führungsfiguren der Russenmafia riesige Villen gebaut und gingen von dort ihren kriminellen Geschäften nach. Mein Gesprächspartner arbeitet in der Sonderermittlungsgruppe Korruption und organisierte Kriminalität der Madrider Staatsanwaltschaft. Staatsanwalt José Grinda ermittelt seit 2005 gegen die in Spanien lebenden Mitglieder der Russenmafia, vor allem die der Tambowskaja. Litvinenko sollte deshalb als Zeuge vernommen werden. Wenige Tage vor dem verabredeten Termin wurde er mit Vergiftungssymptomen in die Universitätsklinik London eingeliefert. Wir wollten, dass er vor der Staatsanwaltschaft und einem Richter aussagt über eine Videokonferenzschaltung aus London. Es sollte eine offizielle Zeugenaussage sein, die in unser Strafverfahren eingeht. Uns hatten verschiedene Quellen und Ermittlungsbeamte in Russland versichert, dass Litvinenko im Kampf gegen das organisierte Verbrechen sehr kenntnisreich und engagiert sei. Dass in Madrid Vorbereitungen für Litvinenkos Aussage liefen, bekam Moskau offenbar mit. Der FSB meldete sich bei Ex-Agent Trepaschkin. Man fragte mich, warum macht er das? Er sollte besser seine Nase nicht da reinstecken. Ich habe ihn daraufhin angerufen. Was willst du damit erreichen? Er sagte, verstehst du, es gibt so viele Beweise gegen die Mafia. Und diese Verbrecher sind trotzdem frei. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass das nicht so bleibt. Nach monatelanger Überwachung ihrer Telefonanschlüsse lässt José Grinda im Juni 2008 führende Mitglieder der Russenmafia verhaften. Darunter auch den mutmaßlichen Boss der St. Petersburger Tambowskaja, Gennadi Petrov. Das kriminelle Netzwerk zeigt engste Verflechtungen mit der russischen Politik, so wie es Litvinenko immer behauptet hatte. Wir wissen aufgrund der Telefonüberwachung, dass gewisse Personen in der russischen Regierung oder hochrangige Verwaltungsbeamte auf verbotene Weise mit Gennadi Petrov zusammengearbeitet haben. Diese Personen standen mit ihm in einer Art unterwürfiger Verbindung, aus welchen Gründen auch immer.
Wir nehmen an, dass Petrov als Chef der kriminellen Vereinigung in der Hierarchie deutlich über ihnen stand. Wir teilten der russischen Staatsanwaltschaft mit, was wir herausgefunden hatten und empfahlen ihr, dem nachzugehen. Es gab dann Aktionen gegen einige der Beamte. Gegen andere wurde dagegen aus uns unbekannten Gründen nicht vorgegangen. Zwei Jahre saß Petrov in Untersuchungshaft. Dann kam er auf Kaution frei. Das Gericht ließ ihn zur Erledigung privater Dinge nach St. Petersburg ausreisen. Er gab sein Ehrenwort, nach Spanien zurückzukehren. Ganovenehre hin oder her, Petrov kehrte nicht zurück. Wir glauben, dass es dafür nur eine einzige Erklärung gibt, nämlich, dass bestimmte Personen sich durch seine Aussagen bedroht gefühlt und ihn überzeugt oder gezwungen haben, nicht wieder nach Spanien zu kommen. Ich fahre von Moskau nach St. Petersburg. Grinders Ermittlungen scheinen Litwinenkos Behauptungen zu bestätigen. Es gebe ein kriminelles Netzwerk, das bis in den Kreml reiche. Unter den Politikern, die mit dem mutmaßlichen Gangsterboss Petrov in Verbindung gestanden haben sollen, sind laut Grinder enge Vertraute von Wladimir Putin. Das zielt direkt auf den Ruf des russischen Präsidenten. Ein Blick auf Putins Werdegang. Erst KGB-Offizier, dann Vizebürgermeister von St. Petersburg. Als dort die Kommunalwahl 1996 verloren ging, folgte Putin einem Ruf in die Kreml-Verwaltung. Danach, in kurzen Abständen, FSB-Direktor, Ministerpräsident, Präsident. Ein Video, das anonym ins Netz gestellt wurde, zeigt den damals noch kommissarischen Präsidenten in der Wahlnacht 2000. Um ihn herum seine engsten Freunde und Weggefährten aus St. Petersburg. Sie analysieren die eingehenden Wahlergebnisse. Mit dabei Ex-KGB-General Viktor Solotow, dem der Boss liebevoll die Krawatte richtet. Litwinenko behauptet, mit Putin hätten Kriminelle die Büros im Kreml bezogen. Sind das alles bösartige Unterstellungen? St. Petersburg galt schon zu kommunistischen Zeiten als Hochburg der Mafia. Nach der Wende nahm vor allem die Korruption unvorstellbare Ausmaße an. Ich treffe mich mit Andrei Sykov. Er war damals Sonderermittler der Polizei in St. Petersburg. Heute sind nur wenige bereit, über die Vergangenheit des Präsidenten zu reden. Sykov zählt dazu, obwohl er viele Jahre bedroht wurde. Seinen Dienstausweis hat er noch. Seine Ermittlungsgruppe eröffnete 1999 ein Verfahren gegen Wladimir Putin. Was hält er von Litwinenkos Vorwürfen? Was Litwinenko behauptet, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur über unsere eigenen Erkenntnisse reden. War Putin mit der Mafia verbunden? Ja. Nicht nur mit der Tambowskaja, sondern auch mit anderen kriminellen Banden? Ja. Konnte man diese Beziehungen aufzeigen? Ja. Wir hatten viele Belege, unter anderem auch aus Abhörmaßnahmen. Sein Ermittlungsverfahren sei im August 2000 nach Putins Wahl zum Präsidenten eingestellt, die Ermittlungsgruppe aufgelöst und er in den Ruhestand geschickt worden. Ist Sykov glaubwürdig? Er wirkt immer noch verbittert. Am nächsten Tag. Sykov will uns das Grab eines guten Bekannten von Putin zeigen. Es gebe da eine Parallele zum Fall Litwinenko. Der Mann habe zu viel geredet, erzählt Sykov. Roman Zepov war so etwas wie ein Mittelsmann kriminellen Banden und der St. Petersburger Verwaltung. Eine korrupte Verbindung. Er wurde 2004 vergiftet, zwei Jahre vor dem Mord an Litwinenko. Die Obduktion ergab, dass sein Knochenmark komplett zerstört war, offenbar eine Folge starker radioaktiver Strahlung, wie bei Litwinenko. Mich wundert das nicht. Bei dieser exotischen Methode kann man die Todesursache schwer nachweisen. Fotos von Zepovs Beerdigung. An ihr nehmen der Putin-Freund Smirnov
und der Mafiaboss Kumarin teil. Kumarin ist damals Chef der Tambowskaja. Ein weiterer Gast der Trauerfeier, der etwas am Rande steht, Ex-KGB-General Viktor Solotow. Er war früher Putins Judo-Sparringspartner und sein persönlicher Leibwächter. 2000 wurde er Chef der Sicherheitstruppe des Präsidenten im Kreml. Welche Zeugnisse gibt es noch für Putins Aktivitäten in St. Petersburg? Wir sind unterwegs in den Wäldern nördlich der Stadt, haben in einem kleinen Dorf ein Boot geschartert. Auf der anderen Seite des Komsomolksees, auf der Halbinsel, liegt die 1996 von Putin gegründete Osero-Datscha-Kooperative. Der Zugang von Land ist gesperrt und wird bewacht, sodass wir den Weg über das Wasser wählen. Putin und sieben seiner engsten Freunde erwarben seinerzeit Grundstücke am See und sicherten sie nach außen mit Zäunen und Wachpersonal ab. Viele von ihnen sollen beteiligt gewesen sein, als russisches Staatsvermögen unter Wert verschabelt wurde, fast wie in einem Selbstbedienungsladen. Viele der damaligen Machenschaften seien eindeutig kriminell gewesen, behauptet Sykov. Putin habe sogar seine Datscha hier am See mit veruntreuten Geldern bauen lassen. Da, das ist ein Haus. Oben auf dem Anwesen da, das Haus des Wachpersonals. Das Haus mit der Antenne, das ist Putins Datscha. Damit fing die Kooperative Osero damals an. Auf der Rückfahrt erzählt mir Sykov, US-Präsident Obama habe 2014 Sanktionen auch gegen Putins inneren Zirkel der Osero-Datscha-Kooperative verkündet. Das stimmt. Aber stimmt auch Sykovs Vorwurf, Putin habe damals Gelder veruntreut. Unsere Beweise damals reichten aus, um überzeugt zu sagen, dieser Mann, Putin, sollte angeklagt werden und ins Gefängnis gehen. Außerdem, die Datscha-Kooperative von Putin wurde von einer Firma des Mafia-Bosses Kumarin bewacht. Sagt das nicht alles? Dennoch, für Putins angebliche Veruntreuung gibt es keine weiteren Belege als Sykovs Aussage. Offenbar aber für andere Machenschaften Putins. Ich möchte betonen, dass der Name Putin bei vielen Ermittlungen aufgetaucht ist, bei der Verbindung zur organisierten Kriminalität, beim Drogenschmuggel. Ich habe Anfang der 90er Jahre selbst Dokumente über den illegalen Export von Erdölprodukten über den Hafen von St. Petersburg gesammelt. Da war auch die Unterschrift von Putin drauf. Es gab viele solche Erkenntnisse, die aber Sascha Litwinenko nicht persönlich ermittelt hatte. Putin tauchte nur in seinen Ermittlungen gegen die Tambowskaja auf. Aber andere Strafverfolger haben ihm ihre eigenen Befunde anvertraut. Ich glaube, dass er alle diese Informationen zusammengefügt hat, sie aber nicht veröffentlichen wollte, solange dadurch seine Quellen gefährdet wären. St. Petersburger Verhältnisse. Wenn es stimmt, was Sykov und Trepaschkin behaupten, dann gibt es ein dunkles Kapitel in der Vergangenheit des Präsidenten. Und das wusste Litwinenko offenbar. Wladimir Putin äußert sich zu alledem auf Anfrage nicht. Liegt hier womöglich der Schlüssel für die Ermordung von Litwinenko? Bislang gibt es dafür keine Beweise. Bei dem Anhörungsverfahren in London soll Ende 2015 eine Art Urteil gesprochen werden. Dabei wird es auch um die mögliche Verantwortung von Präsident Putin gehen. Wird der Vorsitzende zu dem gleichen Ergebnis kommen wie Marina Litwinenkos Anwalt? Die Spur des Poloniums führt nicht nur von London nach Moskau, sondern direkt zur Tür von Wladimir Putins Büro. Jahrelang hatte Alexander Litwinenko einen erbitterten Kampf gegen den russischen Präsidenten geführt und war nicht wählerisch in seinen Mitteln. Im Juli 2006, wenige Monate vor dem Mord, beschimpfte er Putin öffentlich als Pädophilen, der sich an kleinen Jungen vergreife. Selbst für seine besten Freunde ging er damit zu weit.
Diese Beleidigung dürfte den Mann im Kreml vermutlich stark getroffen haben. Auch wenn es keine Beweise für eine Beteiligung von Putin an dem Mord gibt, kommt Juri Felschtinsky zu einer klaren Einschätzung. Nach meiner Meinung ist es völlig ausgeschlossen, dass die Entscheidung, Litwinenko zu töten, nicht von Putin abgesegnet wurde. Aus vielen Gründen, vor allem auch wegen ihrer persönlichen Feindschaft. Und außerdem, schon immer wurden Menschen in Russland vom Staat ermordet. Und heute natürlich auch noch. Also, das ist keine große Sache für sie, eine Entscheidung zu treffen, jemanden umzubringen. Alle, mit denen wir in Moskau sprachen, kommen zu der gleichen Bewertung, auch wenn keiner von ihnen Beweise dafür hat. Dass Litwinenko neutralisiert werden musste, weil er immer wieder Salz in die Wunde streute, war eindeutig Putins Befehl. Ohne sein Wissen hätte eine solche Operation auch nicht durchgeführt werden können. Und in London hat Marina Litwinenko ohnehin keine Zweifel, dass Putin persönlich den FSB mit der Ausführung des Mordes beauftragte. Ihr Mann habe immer wieder gesagt, der Geheimdienst sei eine Mörderbande. Es gab sogar private Mordaufträge, die vom FSB ausgeführt wurden. Nicht nur interne Befehle, die von ganz oben kamen oder auch von der unteren Ebene. Also aus allen Richtungen. Ich frage mich, wie ist es zu rechtfertigen, Menschen zu töten, um dadurch angeblich die Staatssicherheit zu schützen? Wir wissen heute, was mit Oppositionellen oder Geschäftsleuten in Russland passiert ist. Genauso wie Sascha gesagt hat. Es wird einfach vom FSB festgelegt, wer der Nächste sein wird. Nicht, weil er irgendetwas Kriminelles gemacht hätte. Nein, es wird einfach so bestimmt. Marina Litwinenko quält noch immer, dass die Verantwortlichen des Mordes an ihrem Mann bislang nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Der mutmaßliche Mörder Kovtun, der es in seinem Leben bis dahin zu nichts gebracht hatte, verfügt heute über Apartment, Auto und Reitpferd. Der andere mutmaßliche Täter, Lugovoy, wurde in die Partei des Rechtspopulisten Schirinowski aufgenommen. Der hat schon häufiger zwielichtigen Figuren Asyl geboten und Immunität. Lugovoy sitzt heute als Abgeordneter im Parlament der Duma. Auf seiner Homepage inszeniert er sich als Macher. Der Vorwurf, einen heimtückischen Mord begangen zu haben, scheint seinem Ruf nicht zu schaden. Putin zeichnete ihn mit einem Orden aus. Für ein Interview stand Andrei Lugovoy nicht zur Verfügung. Nachtrag. Unter den Asservaten von Scotland Yard befindet sich auch ein T-Shirt, das Lugovoy 3 Jahre nach dem Litwinenko-Mord einem anderen Dissidenten zukommen ließ. Als Drohung. Polonium 210 wird fortgesetzt, heißt es dort. Und auf der Rückseite, der nukleare Tod klopft an deine Tür.